Landtagswahlen in Niederösterreich. Hier ein erster Bericht vom Wahlsonntag mit Detailergebnissen aus Schwechat und Umgebung. Das offizielle Endergebnis lautet: abgegebene Stimmen 7.449, das sind 57,7%. Ungültig 225 Stimmen, 3,02%. Daher gültig 7.224 Stimmen. Davon entfallen auf der ÖVP 2080 Stimmen oder 28,79%, SPÖ 2296 oder 31,78%, die FPÖ 874 Stimmen oder 12,1%, die Grünen 864 Stimmen oder 11,96%, die KPÖ 99 Stimmen, 1,37%. Die Gruppe Frank Straunach 1011 Stimmen oder 14%. Das ist das Endergebnis der Stadt Schwechat. Ein ernüchterndes Ergebnis für die SPÖ ist zur Kenntnis zu nehmen. Wir liegen im Landestrend etwas höher, aber ist so zur Kenntnis zu nehmen und daraus zu lernen. Wir können auf das schwächere Ergebnis mehr oder weniger stolz sein. Wohl haben wir ein Minus vor der Abrechnung, aber ein geringfügiges. Wir gehen mit minus 0,3% gegenüber der Landtagswahl 2008 ins Ergebnis. Und wenn man sich andere Ergebnisse anschaut, etwa die der Sozialdemokraten, dann muss man schon auch der Bevölkerung Respekt zollen. Sie haben erkannt, wo ist Stärke, wo ist Kraft. Sie haben erkannt, was ist für Schwechat gut. Wir haben eine ganz tolle Verbindung zwischen der Politik Schwechat, volksparteimäßig, und dem Land. Wir haben für Schwechat in dieser Konstellation viel erreicht und das wissen die Leute. Wir haben uns eingesetzt, sehr, sehr intensiv. Für uns steht nicht die Partei an erster Stelle, sondern die Bevölkerung steht an erster Stelle. Das wird auch nachgefragt in einer modernen Zeit und diese Nachfrage erfüllen wir, glaube ich. Wir haben 2% der Stimmen, an Stimmen zugelegt. Wir haben von einem hohen Ergebnis aus ausgestartet und haben also jetzt 12%. Das ist im Niederösterreich-Schnitt betrachtet natürlich deutlich über dem Durchschnitt. Es tut uns natürlich ein bisschen leid, dass nicht wir die einzige Protestpartei sind, sondern dass andere noch mehr zugelegt haben, aber für die Grünen insgesamt ein brauchbares Ergebnis. 14% für ein neues Team, ein starkes Ergebnis? Also ich denke für ein erstmaliges Antreten, wobei es nicht wirklich irgendwie ein Team gegeben hat, das hier in der Stadt sichtbar und angreifbar war, denke ich, dass 14% schon ein enormes Ergebnis darstellt. Immerhin, wenn man jetzt die Prozentzahlen der Stadt Schwechat in einen Ranking stellt, wäre eigentlich Frank Straunach hier drittstärkste Kraft. Das Team Straunach hat uns überholt. Also das ist für mich sehr, sehr unverständlich, wie die Leute, die Bürgerinnen und Bürger, das Team Straunach überhaupt wählen können, wo nichts dahinter steht, kein Programm. Die Grünen haben leichte Zugewinne. Ich denke, wir haben aber sehr viel und sehr gute Arbeit in letzter Zeit vor allem gemacht für die Stadt Schwechat, um mehr Transparenz in die Stadtpolitik hineinzubringen. Insofern hätte ich mir ein besseres Ergebnis gewünscht. Sind Sie einer der engsten Mitarbeiter von Parteiobmann Spindelegger? Wie sieht es denn hier aus als Zeichen für die Nationalratswahlen? Also, wenn eines klar ist, was die vergangenen Wahlgänge gezeigt haben, sei das die Volksbefragung über Wehrdienst und Zivildienst oder jetzt diese Landtagswahl, andere Wahlen. Menschen wissen ganz genau, was gewählt wird und entscheiden von Wahl zu Wahl anhand der Themen, anhand ihrer Bedürfnisse, anhand der Personen, die kandidieren. Ja, selbstverständlich, jede Wahl kann Rückschlüsse zulassen auf eine andere Wahl, aber das eine ist die Landtagswahl im März 2013, das andere ist die Nationalratswahl, wahrscheinlich am 29. September 2013. Das sind zwei verschiedene Dinge. War das eine Testwahl für die Gemeinderatswahlen 2015? Eine Testwahl, jein. Es ist schon ein Unterschied, ob ich die Landespolitik habe, natürlich, oder eben die Gemeindekommunalpolitik. Da gibt es Unterschiede, es geht um andere Bereiche. Ganz sicher ist die große Enttäuschung bei den Wählerinnen und Wählern da, was die SPÖ derzeit in Schwechat beschließt, zustande bringt. Also da, ich glaube, da ist eine große Unzufriedenheit spürbar. Eines muss man mit
Nüchternheit und Klarheit schon auch sehen. Landeshauptmann Erwin Bröll ist eine Institution, hat mit seinen klaren Vorgaben auch das Potenzial der Bevölkerung zum Nachdenken gebracht. Das fehlt mir im Bund. Und auf Gemeindeebene sind wir ja sowieso anderwertig gefordert. Da müssen die Vorortmandatare her. Erwin Bröll ist nicht zu schlagen. Was bedeutet das für die Nationalratswahlen aus Ihrer Sicht? Denn es hat ja geheißen, diese Landtagswahlen sind eine Testwahl. Natürlich ist eine Landtagswahl gegenüber einer Nationalratswahl anders zu bewerten. Ich denke, dass hier die SPÖ die Themen, denke ich, viel mehr transportieren muss, viel mehr den Menschen in den Vordergrund stellen muss und, wie gesagt, die Themen einfacher, greifbarer darzustellen.